Wir sind auf jeden Fall wahrscheinlich nicht mehr in der Stadt Amadats hier. Das dürfte eigentlich ziemlich klar sein. Wir sind jetzt auf Ebene 11, das heißt, es gibt noch 12, 13, 14, 15, 16. Und Ebene 17 ist die letzte, die es gibt. Ja. Palace Dungeon, da haben wir den Dungeon, die den Palast betreten. Hier kommen nur die Fallen wieder rein. Hier können wir, haben wir auch noch nicht das Secret gefunden gehabt. Engine Core, Engine Rooms, ja. Und hier sind die Gruben. Ja, Amadatia Ruins. Das war die Stadt. Und ab hier ist das Hoheitsgebiet der Watchers. Hier haben wir zum Beispiel noch ziemlich viel nicht erkundet. Au. Ja, hast es ja gerade aus. Das habe ich vergessen zu bedenken. Und er ist halt auch nicht jetzt der Typ hier. So. Ein Saphir. Rubin und ein Emerald. Und hier sind Mortem Pest Potion of Haste ist ein Willow Thorn. Das heißt, du hast hier mal wieder ein Rezept. Grimcap Milkweed. Grimcap haben wir ja hier ein paar und ein paar Milkweeds, aber wir haben den Zauber, der ist effektiver. Die Fackeln können wir nicht heller machen. Plattenhelm, Plattenrüstung, zwei Feuerbomben, die du wahrscheinlich nicht mehr tragen kannst. Nein. Dann trägst du sie halt. So. Das war schon mal nicht die richtige Kombination. Das auch nicht. Das auch nicht. Das aber. Zirkus. Scald of Extinguish. Ein Eiszauber. Ein Rapid. Nee, was ist ein Rapid? Tidal Rapid. Scroll of Assist Magic is Stuff Defense und zwar Prismic. Ah, Resist Magic haben wir schon. Rapid. Burst Utility removes fire-based blockages and damages fire-based monsters. Okay. 10x Ice Magic, das ist mächtig. Oh. Und ich habe damit gerade die Fackel gelöscht. Jetzt habe ich den
jetzt aber schon wieder vergessen gehabt. So rum war's. Das hat sich jetzt gerade zu viel Mana gekostet. Okay, nichts, was man hier löschen kann. Aber ist gut, dass wir das haben. Oh, und das hier nehmen wir auch bitte mit. So. Ich nehme mal an, das macht Tore wie die hier auf. Operation Backup System, Gate Controls 1 bis 4. Weil das hat nichts mit dem hier zu tun. Sind 1, 2, 3, 4. So, legen wir mal den ersten um und gucken mal, ob das was gemacht hat. Das hat schon mal überhaupt nichts gemacht, okay. Das heißt, ich muss wirklich diese Sequenz hier eingeben wahrscheinlich. Also 3, 4 als nächstes. Dann die 2, 4, 1, 2. Das ist aufgegangen. Das da ist nicht aufgegangen. Das ist auch nicht aufgegangen. Gut. Kann ich hier drin noch zaubern? Ja. Hi Jungs. Ja, ihr könnt hier rüberfliegen. Ja, hier das Squeaking from a Hive. Okay. Anti-Magic Zone. Mhm. Ich bin aber doch nicht Horus Mines Palace Dungeon. Hier bin ich runtergesprungen. Ja, das klingt schön unangenehm. Und da kann... Ah ja, doch, da komme ich hier irgendwo raus. Mhm. Nein, nicht gut. Doppelt und dreifach nicht gut. Okay.
Ja. Hi. Dürfte ich bitte fliehen? Okay. Tja, ich werde wahrscheinlich erstmal die Treppe runtergehen, weil in den antimagischen Bereich dringe ich definitiv nicht ein, solange ich keinen Fluchtweg habe. Bah. Fleisch. Du siehst aus wie ein Geist. Kannst du durch eine Wand gehen? Lightning. Also Blitze aus dem Nirgendwo. Geister laufen durch die Minenwände. Meine Waffen können sie nicht mal berühren. Ich kann mir keinen weiteren Moment nehmen. Das Licht wisse, was ich jetzt tue mit den vier Erzstücken, die die Wächter brauchen. Das sollte die flammenden Wächter unten etwas aufhalten. Wir brauchen trotzdem noch eine permanente Lösung. Sobald sie damit anfangen, diese monströsen Würfel in diese Dimension zu bringen. Naja, alles ist so gut wie verloren. Was beim Licht sollen wir nur tun, Astrid? Das ist also ihr Plan. Sie wollen die Undying Ones hier reinbringen. Also, sie haben es ja schon mal getan. Aber so wie es aussieht, wollen sie es wieder tun. Ein Level up. Was gebe ich dir am besten? Feuermagie oder Stuff Defense? Prismic Assault, das interessiert mich schon ein bisschen. Variable Offensivzauber, 50 Mana. Drei verschiedene Anwendungen, die ein Opfer in Form von Munition, einer Bombe oder einer Potion braucht. Entweder bei Munition wird eine Sammlung aus Orbs kreiert, die alle Damage machen.